Die Herrscher der Prärie. Juhu! Was für ein toller Wurf! Diesmal wirst du nicht gewinnen, Yakari, denn ich werde alle Tippis auf einmal treffen. Fertig? Was ist das denn? Ein Erdbeben? Sie lösen dieses Beben der Erde aus. Die Jäger reiten los, um Nahrung für den Stamm zu jagen. Eines Tages werde ich mit ihnen auf die Jagd gehen. Die Jagd war sehr erfolgreich. Wakonda hat uns die größte Büffelherde geschickt, die je durch unsere Steppe gezogen ist. Dank ihm werden wir nun viele Monde lang zu essen haben. Auch die Bisons verdienen unseren Dank, denn ohne sie würden wir die harten Winter niemals überstehen können. Ohne die Bisons gäbe es keine Sioux. Daher sind sie die eigentlichen Herrscher der Prärie. Stiller Fels hat gesprochen. Und nun wird die Jagd gefeiert. Die größte Bisonherde, die je unsere Steppe durchstreift hat. Das ist was für mich. Ich wette, so schnell kannst du gar nicht rennen, wie die dich zertrampeln würden. Hey, die Wette gilt. Yakari, da lang. Danke, kleiner Donner, aber ich kann den Weg auch ganz alleine finden. Wird's gehen? Da lang. Sicher? Das Gras ist platt getrampelt, aber es ist noch ganz frisch. Sie waren vor kurzem hier. Seht mal, müder Krieger kehrt von der Jagd gestern heim. Ja, ja! Die Fährte der Bisons ist ganz frisch. Sie führt um den Felsen herum. Ich schau von da oben. Vielleicht entdecke ich sie von dort. Warte auf mich. Ah, ihr blöden Mücken. Sieh an, ein schmutziger kleiner Mensch. Was bist du denn für ein komisches Tier? Das ist ja getrockneter Schlamm. So schützen wir Bisons uns vor den vielen Mücken, die uns ständig stechen wollen. Ah, ich verstehe. Aber wieso versteckst du dich denn hier im Schlamm? Ich bin der Späher unserer Herde. Wenn die Feinde uns angreifen wollen, warne ich die anderen. Die Feinde? Etwa die Menschen? Also ich will dich sicher nicht jagen. Das weiß ich, aber jetzt geht es nicht um die Menschen, es geht um die Wölfe. Wo ist deine Herde? Da. Wow. Die ist ja riesig. Meinst du, ich kann sie mir mal von nahem ansehen? Wenn wir die Sioux nicht mehr fürchten müssen, musst du auch die Bisons nicht fürchten. Ah.
Nein, hör auf! Lass ihn! Dem bin ich gerade noch mal entkommen. Oh nein! Hoffentlich! Hierher, Yakari. Steig auf. Wirklich? Wenn ich das zu Hause erzähle. Warum war der gerade so böse auf mich? Seine Gefährtin ist seit eurer großen Jagd verschwunden. Sie erwartete ein Junges. Er glaubt, ihr habt sie getötet. Das kann nicht sein. Meine Brüder würden niemals ein trächtiges Weibchen erlegen. Dann hat sie sich zur Geburt vielleicht von der Herde zurückgezogen. Und sich dabei irgendwie verlaufen. Nicht auszudenken, denn das würde sie zu einer leichten Beute für die Wölfe machen. Nein, wir werden sie finden. Los, suchen wir ihre Fährte. Du solltest dich nicht sorgen. Wölfe greifen doch nur an, wenn sie so richtig hungrig sind. Yakari! Yakari, hey! Wo ist er? Er wollte doch nur Ausschau halten. Ein Wolf! Bleib dicht bei mir. Meine Hörner werden dich schützen. Zwecklos. Dein Junges ist noch viel zu schwach, um mir zu entkommen. Ja! Los, hau ab! Verschwinde! Ja, ja, ja! Los! Ein wehrloses Neugeborenes zu jagen, schämst du dich denn nicht? Danke. Die Wölfe müssen wirklich ausgehungert sein. Ja, so ist's gut. Stärke dich. Wir brauchen Kraft, um die Herde wieder zu finden. Hab vielen Dank. Ohne euch hätten wir das nie geschafft. Ich glaube, die Gefahr ist gebannt. Dann mal los. Steig nur auf meinen Rücken. Du wiegst ja kaum mehr als eine Feder. Das sieht kleiner Donner aber anders. Wölfe! Der Angreifer hat sich schon Verstärkung geholt. Diesmal werden sie bestimmt zuschlagen. Sie kommen, gleich sind sie hier. Wenn sie kommen, dann werden sie Bekanntschaft mit meinen Hörnern machen. Aber es sind zu viele. Wir brauchen einen guten Plan. Großer Adler! Vergiss nicht, Yakari, nur die Menschen besitzen das Licht, das die Wölfe verjagen kann. Licht? Feuer! Danke, großer Adler! Reißt sie ein! Keine Angst, sie werden nicht angreifen. Die Angst vor dem Feuer ist zu groß. Na, was ist? Jetzt zieht ihr den Schwanz ein, hä? Haut bloß ab! Ja, weg, weg, weg mit euch! Mehr Holz! Wenn das Feuer ausgeht, werden sie sich auf uns stürzen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Will meine Hufe zu spüren bekommen. Vorsicht, hinter dir! Ja. Ah.
hast du gesehen, wie man sich als Bison verteidigt. Sei immer auf der Hut. Das war richtig knapp. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich habe deine Rauchzeichen gesehen. Als Speer bist du eine Niete. Aber deine Rauchzeichen sind wirklich gut. Na, immerhin. Du hast uns alle gerettet, Yakari. Dein Name wird für immer in unseren Herzen bleiben. Ja, und wegen vorhin entschuldige, dass ich dich angegriffen habe. Ich verstehe das. Aber ihr habt ja auch schon viel für uns getan. Ohne euch könnte mein Volk nicht überleben. Ihr seid die wahren Herrscher der Prärie. Der verirrte Pelikan. Ich habe eine Idee, Yakari. Wie wär's mit einem kleinen Waldspaziergang, anstatt Beeren zu sammeln? Warum nicht? Wie ruhig es hier ist. Man hört glatt die Fliegen sirren. Oh! Hey! Ganz ruhig, kleiner Donner. Oh, Verzeihung, Yakari. Wir haben euch gar nicht kommen hören. Ist ja zum Glück nichts passiert. Hallo, ihr Biber. Euer neuer Bau ist wirklich großartig. Mein Vater ist der größte Baumeister. Nach so viel Arbeit könnte man was essen. Hey! Aber was ist... Ein komischer Vogel. Was macht der wohl hier? Ist der hässlich? Seht euch mal den Schnabel an. Also, wo hast du, Spaßvogel, denn fliegen gelernt? Ich wollte Fische fangen, aber ich bin beim Landen ausgerutscht. Ich bin so erschöpft. 3 Tage Arbeit, völlig umsonst. Dir werde ich die Flügel stutzen. Pass bloß auf, du! Der kommt mir nicht so leicht davon. Warte, siehst du nicht, dass er krank ist? Wir müssen sofort etwas tun, sonst kann er nie wieder fliegen. Entschuldigung, ich bin ein Pelikan. Ich wollte eigentlich in Richtung Mittagssonne fliegen, aber ein ganz schrecklicher Sturm hat mich einfach... in den Norden geweht und hier hast du dich erkältet. Nicht mal richtig laufen kann dieser trottelige Spaßvogel. Ich sagte dir doch schon, kleiner Dachs, das ist ein Pelikan. Ein Pelikan. Sieh an. So ein fremdartiges Flugtier fehlt mir noch in meiner Sammlung. So, gleich hab ich's. Dieser Trank hier senkt dein Fieber. Ja. Schlaft gut. Schlaf auch gut. Wie soll man denn bei so einem Krach einschlafen? Endlich. Gatschi! Au! Es reicht! Au! Schuh!
Habt ihr auch so gut geschlafen? Von wegen, ich habe kein Auge zugetan. Na, du scheinst dich ja schon besser zu fühlen. Ja, ganz recht. Ich musste schon lange überhaupt nicht mehr nie. Oh, tut mir leid. Musste das jetzt sein? Du bist so ein Tollpatsch. Nicht, kleiner Donner. Er kann nichts dafür, dass er krank ist. Es wird ja langsam, aber er muss unbedingt etwas essen, um wieder zu Kräften zu kommen. Mist! Heute ist nicht mein Tag. Wenn er noch zu schwach ist, um selbst zu fischen, soll er sich doch an Gras halten. Das schmeckt. Ja. Ich hab einen für dich, Spaßvogel. Pelikan heißt der, kleiner Dachs. Ja, dann eben für Pelikan. Fang! Bitte, jetzt ist er satt. Und das hat er mir zu verdanken. Kleiner Dachs, der Schrecken aller Fische. Ich fürchte, das reicht leider noch nicht ganz. Noch nicht? Verrückt. Los, Regenbogen. Ich hab einen. Das müsste reichen. Du bist ja der reinste Gierschlund. Na gut. Ich fasse es nicht. Er hat 4 riesengroße Fische verdrückt und ist noch nicht satt. So dumm, dass der Schrecken aller Fische so lange überhaupt nichts gefangen hat. Für diesen Vielfraß kann keiner genug Fische fangen. Ich wüsste jemanden, der uns helfen kann. Nur, wie soll er so dahin kommen? Kleiner Donner. Du meinst doch nicht. Doch. Hast du auch noch Steine gefuttert? Du bist ja so schwer, dass ich dich kaum tragen kann. Ja. Ich weiß, ich fall euch nur zur Last. So geht das nicht. Überlasst mich meinem Schicksal. Ich komme allein zurecht. Ganz allein. Gute Idee. Kleiner Donner, wie kannst du nur? Nein, wir lassen ihn natürlich nicht im Stich. Auch wenn er fauler ist als ein Bär im Winterschlaf und tollpatschiger als ein junges Fohlen. Hört ihr das? Was war das? Nichts. Komisch. Dieses Mal wird die Hand von gespannter Bogen nicht zittern. Ich glaube, Pelikan hat sich erschreckt. Hab keine Angst. Das ist nämlich der Freund, den wir suchen. Das würde ich auch schaffen, wenn ich solche Krallen hätte. Glaubst du wirklich, er kann schon wieder weiterfliegen? Mhm. Na, was ist? Weißt du etwa nicht mehr, wie man fliegt, Spaßvogel? Zum Glück hat er hier völlig freie Bahn, sonst wäre er schon längst gegen einen Baum geflogen. Hui! So ein Pechvogel. Mach dich bereit, zu deinen Ahnen zurückzukehren. Hey, seht mal, da ist gespannter Bogen. Pass auf! Schnell weg, Spaßvogel! Hinter dir! Oh,
Ja! Was hat er vor? Ach, schon wieder vorbei. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Was fällt dir ein, du verflixtes Biest? Nein! Nicht mein Skype! Gut so, Pelikan! Helft mir! So helft mir doch! Nie wieder komme ich diesem Federvieh zu nahe! Nicht zu glauben. Auf dem Boden stolpert er über seine eigenen Füße. Doch da oben fliegt er durch die Lüfte wie eine Wolke. Manchmal muss man eben abwarten und ein bisschen genauer hingucken. Ja. Ich glaube, jetzt kommst du gut ohne uns zurecht. Mhm. Und gespannter Bogen macht bestimmt nie wieder Jagd auf einen kranken Vogel. Bravo, Spaß, Pelikan. Du bist schnell wie ein Falke und schwebst erhaben wie ein Adler. Ich muss dir da was sagen. Mhm. Ich war sehr gemein zu dir. Bitte verzeih mir, Pelikan. Ja, aber das hat dich nicht davon abgehalten, mir das Leben zu retten. Ohne dich hätte ich euren Freund niemals erreicht. Da fällt mir ein, ich habe mich noch gar nicht bei ihm bedankt. Wartet hier! Was hat er denn vor? Hier, für dich, Bär, das war ich dir schuldig. Die hast du alle gefangen? In einem Zug? Mhm. Und ich dachte immer, wir Bären wären die besten Fischer der Welt. Ich fliege! Ich Ob das auch wirklich eine gute Idee war? Keine Sorge, Lindenbaum passiert schon nichts. Bestimmt nicht. Und Spaß hat er. Ich fliege!